2640 Meter die Startphase. Und da ist der Start erfolgt und die drei Noble Knight mit einem flotten Start. Noble Knight, innen geht Prussia, die 9 im Galopp, Rocket Z und außen kommt Indigis. Noch weiter außen sehen wir die 5 Increased Workload. Indigis rückt da auf zu Noble Knight. Indigis und Noble Knight. Indigis. Indigis übernimmt die Führung gegenüber Noble Knight. Die 4 gegen die 3. Dahinter ist außen Increased Workload auszumachen. Die 6 Chelsea Boko im Rücken von Increased Workload. Und so geht's dann in die nächste Kurve hinein, auf die Überseite. Increased Workload an der Außenseite rückt auf mit Chelsea Boko. Da an der Innenseite ist Noble Knight gut postiert. Dahinter sehen wir Prussia und President. Druck jetzt von Increased Workload, aber den Druck nimmt Indigis auf. Indigis bleibt vorn gegen Increased Workload. Der hat natürlich, der weiß, der Melander hat noch zwei andere Pferde drin. Der kann da versuchen, Indigis da mürbe zu machen. Und Indigis gegen Increased Workload. An der Außenseite ist Chelsea Boko dabei. Pferde kommen aus dem Bogen heraus. Das ist natürlich ein hartes Rennen hier für Indigis. Ein Increased Workload lässt dann im Druck nicht nach. Es geht hier um 300.000 und da wird weiter Druck gemacht in Digis, die 4 gegen Increased Workload. Eine Runde ist noch zu gehen in Digis Increased Workload, dahinter Noble Knight an der Außenseite die 6, es folgen die 7 und die 8, Digital Inc. und Portos Amok, die gesamte Streitmacht des Melander-Stalls gegen Indigis Boko. Mitte Überseite ist erreicht und jetzt kommt die harte Zeit. Kann sich Indigis behaupten? Indigis Increased Workload. Indigis ist noch vorne eine halbe Länge gegen Increased Workload. Jetzt der Angriff von Chelsea Boko. Chelsea Boko an der Außenseite. Indigis, da kommt auch die 1 Prussia heraus. Increased Workload ist mit dem Thema durch. Und jetzt ist Chelsea Boko in der Vorhand. Chelsea Boko, Prussia wird da aufgehalten, Indigis und Chelsea Boko. Indigis behauptet sich noch gegen Chelsea Boko, kann sich jetzt hier nochmal ein Stückchen lösen. Indigis, aber dahinter kommt der nächste Melander. Indigis ist vorne. Indigis. Indigis gegen Chelsea Boko. Indigis versucht es, außen kommt der nächste Melander. Und Indigis wird müde, aber Indigis kämpft. Und Indigis gewinnt das Rennen. Indigis gewinnt das Rennen. Eine Fantastische.